größer. Gut, oder? Das ist okay. Hey, da bist du größer als ich, will ich nicht. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel, nach dem alten Westschlager Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen vor 10.900 Zuschauern. Tolle Kulisse, tolle Stimmung. Ich bitte beide Trainer, die jetzt bei mir sind, Mike Terranova für die Gäste, Helge Hohl für die Alemannia, und bitte den Gästetrainer direkt um seinen Kommentar nach und zu diesem Spiel. Bitte schön. Ja, hallo zusammen und Glückwunsch an Alemannia, auch die Helge zum gelungenen Start als Trainer. Ich denke, dass es für die Zuschauer ein geiles Spiel war, wo es viele Torraum-Szenen gab. Ich glaube, dass wir für ein paar Minuten einen guten Start hatten, ne, mit ein bisschen Glück, mit einem Rückpass, wo Doro gut antizipiert, wo er vielleicht den Ball nicht sauber mitnimmt, hätten wir halt in Führung gehen können. Danach war es so, dass dann Aachen besser im Spiel war, gerade über dem Flügel, wo wir darauf hingewiesen haben, dass sie da überladen, dass sie da halt auch eine gute Geschwindigkeit haben. Hatten wir in der Anfangsphase nicht im Griff und so sind sie dann auch verdient in Führung gegangen. Erst das Erste, was halt gut reingespielt worden ist, danach auch direkt das Zweite. Ich glaube, danach mit den Anschlusstreffer durch eine Standards sind wir besser im Spiel gekommen. Ich glaube, dass wir dann auch nach 25 Minuten dann auch die Ballruhe hatten, dann auch so gespielt haben, wie wir uns das halt auch vorgestellt haben. Und ich glaube, dass wir dann halt auch noch kurz vor der Halbzeit noch zum Ausgleich, den Ausgleich hätten erzielen können. Dann war es halt in der Halbzeit so, dass wir uns dann vorgenommen haben, genau da weiterzumachen. Und ich glaube, dann waren gefühlt 3 Minuten gespielt. Dann erzielte Aachen das 3-1. Und dann muss man auch ganz klar sagen, hatten wir Glück, dass wir dann nicht das 4. oder 5. danach kriegen. Dann war alles möglich, dann waren wir umstrukturiert. Dann hatten wir einfach, zu viele Ballverluste, die wir dann auch nicht gut, wo wir dann auch keine gute Restverteidigung hatten. Und und dann muss man sagen, war der Sieg der Alemannia gar nicht mehr in Gefahr. Dann haben sie es solide runtergespielt. Gut, wir haben alles nochmal versucht rauszuhauen, aber torgefährlich war dann eigentlich nur die Alemannia. Und im Großen und Ganzen verdienter Sieg. Und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Danke. Ja, vielen Dank. Helge Hohl für die Alemannia, bitte. Ja, hallo auch von meiner Seite erstmal. Mike, danke für die Glückwünsche. Wir sind sehr glücklich, sehr zufrieden, dass wir natürlich das letzte Heimspiel hier wieder vor einer tollen Kulisse gewinnen konnten. Somit auch den Fans, Unterstützern, Sponsoren auch einen wohlverdienten Abschluss irgendwo bieten konnten. Ich glaube, die Zuschauer haben, wie Mike schon gesagt, ein spannendes, ein intensives Spiel verfolgen können. Ich fand, unabhängig von dem Rückpass von Aldin, wo vielleicht ein Tor entstehen kann, haben wir in der Anfangsphase wirklich richtig, richtig gut gespielt. Das hat mich zum Teil auch an die Anfangsphase gegen 1. FC Köln erinnert, wo wir sehr geradlinig waren, wo wir unser Tempo auch gut ausgespielt haben. Jannis Held über die rechte Seite wirklich überragend die beiden Tore da auch eingeleitet. Also das war richtig, richtig gut. Und danach haben wir ein wenig überdreht. Das hat man auch gemerkt. Da haben wir in der einen oder anderen Situation dann auch, weil wenn man intensiv gegen den Ball arbeitet und immer eine hohe Pulsfrequenz hat, dann ist es auch mal wichtig, Ruhe reinzubekommen, den Fuß drauf zu treten, den Ball laufen zu lassen, den Gegner dann einfach auch laufen zu lassen. Und in der Phase wollte man immer schnell, schnell weiter nach vorne spielen. Da hat sich dann der ein oder andere Ballverlust auch eingeschlichen. Und man hat auch gemerkt, dass diese intensive Phase dann auch Körner gekostet hat, sodass wir dieses hohe Pressing auch Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr aufrechterhalten konnten. Und dann ist Oberhausen etwas stärker geworden, ist dann unglücklich, dass wir gerade nach einer Standardsituation das 1-2 bekommen haben. Und dann war es schon gut, dass wir uns auch nicht das Zweite gefangen haben und dementsprechend mit einer knappen Führung in die Pause gegangen sind. Nach der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, wieder an die ersten 20 Minuten anzuknüpfen, früh drauf zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen, dass wir nicht so tief hinten reinrutschen, keine Standards provozieren. Das hat dann natürlich mit dem 3-1 super funktioniert. Und danach, wie Terra eigentlich schon gesagt hat, dann haben wir es clever über die Zeit gespielt, haben kompakt gestanden, nicht mehr viel zugelassen, außer die Freistoßsituation von Anton Heinz, die nochmal gefährlich wurde. Und hinten raus hatten wir sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit, wenn ich an Freddy Baum oder auch an Yannick Mause denke, da hätten wir es nochmal höher gestalten können. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden, auch mit der Mannschaftsleistung. Ich musste diese Woche, oder wir im Trainerteam, mussten sehr, sehr viele schwierige Entscheidungen treffen, auch dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen. Das ist dann nicht einfach, weil die Mannschaft einfach hervorragend auch mitzieht. Und gerade auch mit Tim, das war dann auch nochmal
weiß man nie als Trainer eigentlich das Go bekommen. Er hat sich gut gefühlt, habe ihn auch nochmal gefragt. Aber das war dann natürlich ärgerlich, nicht nur für uns als Mannschaft, für ihn, sondern natürlich auch für die anderen Spieler, die dann dementsprechend nicht reingekommen sind. Und für ihn tut es mir sehr, sehr leid, weil er auch sehr hart gearbeitet hat jetzt in den letzten Wochen für dieses Comeback. Und ich hoffe, dass er dann in der Rückrunde der Mannschaft wieder in alter Stärke zur Verfügung steht. Ansonsten, Terra, dir weiterhin alles Gute. Und vielen Dank nochmal an die vielen Zuschauer. Ja, vielen Dank. Fragen an beide Trainer? Holger Richter, Mikro kommt. Herr Hohl, nach Ihrem ersten Spiel als Alemannia-Trainer in Strahlen sagten Sie, in dieser Woche habe ich vielleicht viel zu viel Input geben wollen in die Mannschaft. Das war zu kurze Zeit. Jetzt sind ein paar Wochen, Monate vergangen, auch erfolgreiche Wochen. Wie weit sind Sie auf Ihrem Weg, Input in die Mannschaft zu geben, gekommen inzwischen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir sind noch sehr, sehr weit weg davon, wie ich mir Fußball vorstelle, über 90 Minuten. Das ist noch mehr Dominanz mit und gegen den Ball, wirklich dann auch über 90 Minuten, über so ein gesamtes Spiel hinweg. Ich glaube, dass wir in allen Spielen gute Phasen hatten, aber auch in allen Spielen Phasen hatten, wo wir uns hätten steigern müssen, weil wir es einfach auch noch nicht schaffen, diese Intensität über 90 Minuten zu gehen. Das ist sicherlich ein Thema. Und die zweite Geschichte ist, man muss als Trainer halt immer auch vorsichtig sein, gerade jetzt, es ist kurz vor der Winterpause, die Jungs haben einen Trainerwechsel hinter sich, wir haben sehr, sehr viel Input gegeben. Deshalb hatten wir auch den Eindruck letzte Woche, dass ein wenig so diese mentale Frische und auch die körperliche Frische gefehlt hat, weil wir sehr, sehr viel gespielt haben im Training. Wir haben sehr, sehr viele Spielformen gemacht und wir hatten den Eindruck, dass am Samstag so dann auch gegen Kahn-Marienborn so diese letzte Gier gefehlt hat. Und diese Woche haben wir es sehr, sehr einfach gestaltet. Das heißt, in den Übungsabläufen einfach nicht mehr viel Input, keine Videoanalyse zu RWO. Also wir haben keine Videos das erste Mal gezeigt, sondern haben uns komplett auf uns fokussiert. Und die Mannschaft hat es hervorragend umgesetzt und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Aber wir sind auch in einem Riesenprozess noch. Also das wird sehr, sehr viel Zeit auch noch brauchen und da werden sicherlich auch noch andere Phasen kommen. Und ich glaube, viele, die mich jetzt auch das ein oder andere Mal in Interviews gehört haben, merken, dass ich immer nach mehr strebe und es eigentlich auch immer besser machen möchte, als wir es aktuell machen. Christoph Pauli, bitte. Na, wie lesen Sie im Moment die Tabelle? Ist da mit Münster, die heute, glaube ich, in der 97. Minute wieder den Siegtreffer erzielt haben, eine Mannschaft schon enteilt? Oder glauben Sie, dass der eine oder andere da nochmal heranfliegen kann? Ja, gut, wenn jetzt, Gäste. Ja gut, ganz kurz. Klar, Münster hat jetzt schon viele Siegtreffer in der letzten Minute. Die haben halt schon eine unfassbare gute Qualität. Ja, im Moment sieht es so aus, dass das Ding halt ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal so eine richtige Schwächephase kriegen. Dafür haben sie einfach zu viel Qualität und die gewinnen einfach auch zu viel dreckige Spiele. Aber im Fußball weiß man nie. Hoffnung sollte man nie aufgeben. Wie gesagt, ich hatte die Situation auch schon mal, wo wir 11 Punkte zurück waren. Und am letzten Spieltag hatten wir vor 8.000. Da waren wir, glaube ich, sogar noch für eine Viertelstunde aufgestiegen. Und am Ende hat die Viktoria das gerissen. Also im Fußball ist alles möglich. Ja. Also mich interessiert es ehrlicherweise nicht. Ich weiß, dass die Fans immer danach schauen. Für mich geht es in erster Linie darum, dass wir unsere Spiele inhaltlich gut abliefern und möglichst Punkte holen. Und alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen, wie die Konkurrenz spielt. Und dementsprechend schaue ich eigentlich relativ wenig auf Münster. Vielen Dank. Holger Richter noch einmal, bitte. Herr Hohl, Sie hatten schon angesprochen, dass unter der Woche die oder nach Kahn-Marienborn die körperliche und mentale Frische fehlte, deswegen dieser Rückschritt. Jetzt gibt es noch ein Spiel in Wegberg gegen Düren, ist es ja wohl. Sind Sie dann jetzt froh, dass da mal die Pause ist, dass wieder aufgeladen werden kann? Oder bei dem Lauf, den Sie auch gerade ergebnistechnisch haben, schade, dass es nicht direkt weitergeht? Also ehrlicherweise ist die Arbeit, ich kann erstmal nur für mich sprechen, sehr, sehr intensiv. Jeden Abend gehe ich eigentlich platt und zufrieden nach Hause, aber wenn ich dann hier morgens wieder an den Tivoli komme und denke, wie geil es eigentlich ist, hier unter diesen Bedingungen zu arbeiten, dann gibt mir das sehr, sehr viel Energie. Ich glaube, der Mannschaft geht das genauso, jedem Einzelnen geht das genauso. Also man kann wirklich stolz sein, für diesen Verein zu spielen oder auch für diesen Verein zu arbeiten.
Und ja, ist immer eine Frage. Auf der einen Seite, wir haben jetzt aktuell einen guten Flow, wir sind gut drin. Dementsprechend kommt wahrscheinlich die Winterpause etwas ungelegen. Auf der anderen Seite habe ich ja eben gesagt, dass wir so eine Intensität und auch gewisse Abläufe einfach auch noch sehr, sehr weit weg davon sind, wie wir es machen wollen. Und dann natürlich auch eine Winterpause mal mit 4-5 Wochen Vorbereitung, mit einem Trainingslager, was wir machen dürfen in der Türkei, sehr, sehr viel bringen kann, und darauf freue ich mich auch, und dementsprechend, wir nehmen es, wie es kommt, und geben jeden Tag unser Bestes. Vielen Dank, Christoph Pauli. Frage an Aachen Trainer, kannst du noch ein bisschen was sagen zu den Verletzungen? Tim Kortuschek wieder was Muskuläres, was ist mit Yannick? Yannick Mauser hat was auch aufs Schienbein bekommen, ich denke, das ist nichts Schlimmes, nur schmerzhaft, wird aus meiner Sicht jetzt nächste Woche ganz normal zur Verfügung stehen. Wie gesagt, bei Tim war es eigentlich gut, hatte individuell gut trainiert, hat das Mannschaftstraining ohne Probleme mitgemacht. Ich habe auch nochmal mit ihm gesprochen, ob er sich 100% einsatzbereit fühlt. Man hat ja schon auch gesehen, dass er gegen Rödinghausen dann auch so ein Spielentscheider, ein Unterschiedsspieler war. Und wir uns da ja auch nochmal erhofft haben, in der Schlussphase vielleicht den einen oder anderen Impuls nochmal Spieler in Szene zu setzen. Wie gesagt, da übernehme ich mal wieder die Verantwortung, so ist es, auch wenn der Spieler mir sagt, es geht, aber vielleicht war es ein Tick zu früh, und ja, da wird es jetzt auch für Düren auf keinen Fall reichen, weil wir da auch kein weiteres Risiko eingehen wollen. Heute, ich glaube, es war jetzt nicht so schlimm wie beim letzten Mal, haben ihn da ja auch frühzeitig direkt wieder runtergeholt, aber der wird auf jeden Fall gegen Düren nicht zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke euch allen. Schöne Feiertage an alle, die hier sind, an alle, die uns zuschauen, unseren Gästen natürlich auch. Gute Heimreise, alles Gute für den Rest der Saison, und auf bald.